Hallo ihr schönen Menschen, herzlich willkommen im Jahre 2004. 2004, das Jahr, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist als letzter WM-Titel von Michael Schumacher. Ja, und die BMW Williams fuhren in diesem Jahr unter ferner Liefen bei BMW selbst im Hauptwerk. Da wurden V8-Motoren gebaut, unter anderem in diesem Fahrzeug. Wir sitzen in einem BMW 545i, Baureihe E61, der gehört deinem Bruder. Und damit schon mal herzlich willkommen, lieber Matthias, wieder hier. Und vielen Dank, lieber Markus, dass wir mit dem Auto fahren dürfen. Hallo, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich begrüße euch auch beim BMW-Blick, wie hier schon mal ab und zu in die Kommentare geschrieben wurde. Genau. Aber schön, dass die Fahrzeuge sich bei euch so einprägen, sonst würdet ihr dem ja nicht so einen schmeichelhaften Namen geben. Das habe ich auch schon gesagt. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass unsere Freunde das verstärkt wahrnehmen, die BMW-Videos. Ich habe heute das Vergnügen, das Auto meines Bruders zu bewegen. Der Peter hat das Vergnügen leider nicht. Aus versicherungsrechtlichen Gründen muss ich das erledigen. Aber ich versuche euch eben meine Eindrücke und Emotionen wiederzugeben. Ich habe ein bisschen mehr Hintergrund zu dem Auto, denn ich war der vorgehende Besitzer. Ich habe dieses Auto übernommen vom, ich vermute, Zweitbesitzer. Es kann sein, oder es ist ziemlich sicher, dass der Wagen vorher ein Auto war, was bei BMW auf dem Autohaus zugelassen war. Und war das ein Vorführwagen? Haben die Leute sich deshalb so viel gegönnt? Wollte BMW damals zeigen, was geht an Ausstattung? Das ist eine gute Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Ich war nicht dabei. Fakt ist, wir haben in Sachen Ausstattung hier was, wo wir ganz viele Pluspunkte vergeben können. Viele sind ja auch ein bisschen skeptisch, wenn man viel Ausstattung hat, kann viel kaputt gehen. Ich will es nicht abstreiten, aber trotzdem ist es schön, dass es hier da ist. Da fangen wir an mit dem umstrittenen Panoramadach. Das ist eine wunderbare Sache, wenn es funktioniert. Aber der Buschfunk hat mal verlauten lassen, da gibt es irgendwelche Plastikleitschienen drin, die ihren Dienst verweigern können. Und dann soll es wohl mehr Frust als Freude machen. Bei dem Auto ist es voll funktionstüchtig, macht keinen Ärger. Wir haben das große Glück, dass der Mann, von dem ich dieses Fahrzeug übernehmen durfte, ganz liebe Grüße gehen an den Kfz-Profi, den Gunnar raus, der hat dieses Auto gehegt, gepflegt und hat auch die ab Werk verbauten Macken beseitigt. Ich glaube, er hatte sich ums Panoramadach gekümmert, da bin ich mir nicht ganz sicher, wo er auf jeden Fall dran war, was wirklich was für Profis ist. Und wenn du und ich ihn in die Werkstatt bringen müssten, das wird ein teurer Spaß, war, er musste am Motor Hand anlegen. Bei, ich glaube, um die 160.000 hat der Wagen angefangen zu bläuen. Wir hatten Ventilschaftabdichtungen, die hart geworden waren und damit am Ventil Öl durchgelassen haben und da hatte man einen messbaren Ölverbrauch. Und in diesem Atemzug hat der Gunnar gesagt, wenn ich die Schaftabdichtung mache, dann muss ich eh den Zylinderkopf, muss er tief rein. Da hat er, wenn ich richtig informiert bin, auch sich der Motorsteuerung angenommen und hat die Schienen der Steuerkette und die Steuerkette wohl pro forma mit erneuert. Gunnar, wenn du es hörst, korrigier mich, wenn ich etwas Falsches erzähle. Du hast ja die Möglichkeit, einen Kommentar drunter zu lassen. Definitiv hast du mir erzählt, Wasserrohr ist gemacht. Das ist ja, glaube ich, eine von zwei typischen Schwachstellen, glaube ich, bei den N62-Motoren. Dieses Wasserrohr zwischen den Zylinderbänken, kann das sein? So und soll es sein. Die Ventilschaftabdichtung. Dieses Auto rollte 04 vom Band, gleich im Frühjahr. Bedeutet, das ist einer der allerersten E61. Wie ich finde, schön zusammengestellt. Klar, unsere lieben Schwarzhasser werden sich wieder äußern und ich gehöre ja manchmal dazu, aber dem Auto steht's. Finde ich auch. Wir haben hier das M-Sportlenkrad, wir haben hier die abartig teuren, aber tollen Sitze mit Sitzbelüftung, mit Massage und unzähligen Konfigurierungsversionen.
Wir haben hier das traumhafte Logic 7 Soundsystem. Wir haben einen Dachhimmel in schwarz. Wir haben die Aluleisten gebürstet. Ja, gerade diese Komposition. Außen schwarz, innen schwarz, Himmel schwarz, Leder schwarz. Das ist wirklich stimmig. Und der schwarze Dachhimmel, der macht wirklich echt viel aus. Wäre hier ein heller Dachhimmel, wäre es nicht die Atmosphäre. Da magst du recht haben. Was für mich ein großes Highlight ist, ist, dass wir hier drei Pedale haben. Wir haben einen Schaltwagen. V8-Motor mit Handschaltung kombiniert ist auf jeden Fall selten geworden. Und ich glaube, es war auch schon immer eher die Seltenheit. Das würde mich auch wundern, wenn nicht. Macht mir persönlich richtig viel Spaß. Ich finde es toll. Was nachträglich noch gekommen ist, der Wagen hat ein Differential bekommen mit einer kürzeren Übersetzung. Der bewegt sich jetzt sportlich. Ich bin ihn früher auch mit der langen Übersetzung gefahren. Da war er nicht so sportlich. Da war er eher so ein richtiger Gleiter mit Kraftreserve, mit Gängen, die du dann lang ausdrehen konntest. Und du hattest eine, naja, ich sag mal, einen Charakter ähnlich wie mein 650 Cabrio, dass ja. du diesen Cruiser hast mit Kraftreserve. Was passt besser zu dem? Weil bei einem 1,8 Tonnen Kombi, ich glaube Minimum 1,8 Tonnen mit der Ausstattung, vielleicht sogar nochmal 100 Kilo mehr, bewegen wir uns hier auf dem Gewichtslevel von deinem 6er Cabrio. Kann man davon sportlich reden? Peter, da hast du beim 6er Cabrio nie ganz richtig die Daten gemerkt, da waren wir beide 2 Tonnen. Das war schwerer als die Limo hier. Uff. Das Cabrio war schwerer. Und ich würde diesem Auto auch keine Sportlichkeit andichten, sondern ich würde es sagen, es ist ein dynamischer Kombi. Mhm. Ich habe ja in meinem Autoleben das Glück gehabt, E39 M5 zu besitzen und zu fahren. Das war ein sportliches Auto. Ja, da gibt es jetzt gleich mal ein paar technische Daten. Und zwar über den V8 haben wir gesprochen, in dem Fall mit 4,4 Liter Hubraum, 333 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment. Eigentlich immer mit Hinterradantrieb, soweit ich weiß. In diesem Auto. Den gab es nicht als X-Drive, aber du kriegst die Maschine im X5 als ja. Allradler. Ah genau, aber im E60, das war mir auch so, dass es den nur mit Hinterradantrieb gibt. Ja. Und da ist ja die Besonderheit wirklich, ich glaube, dass ich nur einmal sonst bei Mobile einen handgeschalteten 545i gesehen habe. Die sind auf jeden Fall extra. Wenn ihr ansonsten der Meinung seid, das, was wir hier fahren, das trifft voll euren Geschmack, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ganz wichtig, die Glocke anmacht, damit ihr immer informiert werdet, wenn es hier auf dem Kanal was Neues gibt. Ja, und du hast es eingangs schon erwähnt, eure Meinung, die interessiert uns natürlich beide zu dem Auto, zu der Gesamtkomposition. Und so V8-Handschalter, das gibt es ja doch auch nicht so häufig. Das werden wir gleich mal genießen. Wir rollen jetzt ein bisschen bergauf. Mhm. Ich gehe mal runter in den zweiten Gang und wir beschleunigen mal. Das ist ein herrlicher Sound. Das Schöne ist, es geht in jedem Gang exakt gleich schnell voran. In Sachen Windgeräusche bleibt, da hört man ja fast schon die Freudentränen zum Ohr hin abfließen. Ja, das kann sein. Ich finde aber, dass das Auto mit seinem Serienauspuff fantastisch klingt. Mein Bruder hat dem Wagen mal zwei neue Endrohre gegönnt in polierten Edelstahl. Mhm. Passt optisch fantastisch. Ja. Und das kann sogar noch der Vorbesitzer gewesen sein, das weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, er klingt richtig gut und er hat abwertende Klappe. Hast du es gehört? Wenn nee. Du jetzt ruhig fährst, ist bisschen 8-Zylinder blubbern. Ja. Und wenn du jetzt hier beschleunigst, dann macht er auf. Ah ja. Wenn ich jetzt sagen würde, es hat mir so einen Spaß gemacht, was müsste ich dann heutzutage für so ein Auto einplanen? Tja, beim Schalter kann ich dir das nicht sagen, weil du hast einfach nichts am Markt. Und bei der ja. Automatik hast du von bis. Da hast du die Autos, die sich nach einem Liebhaber sehnen und wieder hergerichtet werden wollen. Die schießt du im günstigsten Fall, glaube ich, schon für 6.000 bis 7.000 Euro. Dürften aber vermutlich in den folgenden Jahren das gleiche nochmal an Geld brauchen? Steckst nicht drin, aber möglich ist es schon. Und dann hast du die paar Liebhaberstücke. Ja. Ich nehme mal an, 15.000 Euro wird es schon kosten, dass du da einen schönen hast. Ist auch die Frage, beim E60, E61, da scheiden sich ja die Geister am Facelift oder Vorfacelift.
Falls ihr es gesehen habt, meine Frau im Video mit ihrem 530 XD, ist ein Facelift-Auto, kannst du ja mal hier oben verlinken, Peter. Genau. Dann könnt ihr euch den Facelift anschauen und vergleicht das dann mit dem hier, ein Vor-Facelift. Ich persönlich gehöre zu den wenigen Verrückten, die hier das Vor-Facelift mehr mögen. Aus einem einfachen Grund, wir haben beim Vor-Facelift hier an der Tür die Fensterheber. Perfekt, auf Höhe der Hände, lässt sich wunderbar bedienen. Die Tür lässt sich toll schließen mit dem großen Griff hier, finde ich 1A. Mhm. Beim Facelift, stimmt, das alles anders weggebaut, eine einzelne gerade Fläche und die Fensterheber, wenn ich die bedienen will, muss ich die Handgelenke über den, ja, finde ich vom Bedienungskomfort her nicht optimal. Gibt es von außen sonst noch Unterschiede? Weil mir fällt gerade auf Anhieb keiner ein. Ich bin aber nicht so E60-Firm. Hast ein M-Paket, ist, glaube ich, nur die Leuchteneinheit optisch zu unterscheiden. Hm. Der Facelift-Wagen hat einen optisch etwas veränderten Scheinwerfer. Hm. Und die Rückleuchte hat dann diese Lichtleittechnik, die es schon mal im E39 gab. Hm. Genauso der Kamerad, der i3-Regler, ja, ist im Vor-Facelift hier Edelstahl mit einer Ledereinlage, im Facelift ein Plastikrad. Das ist aber schade. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Also ja. Und ja, die Qualität der Autos, ob die bei Facelift oder vor Facelift sich verändert haben, ich weiß es nicht. Einen richtig verrosteten E60, E61 habe ich noch nicht gesehen. Ja. Es gibt aber Leute, die behaupten, sie haben schon viele gesehen. Mir sind sie noch nicht über den Weg gelaufen. Einen kleinen Trick hatten wir, als wir den gekauft haben und auch als wir den von meiner Frau gekauft haben, waren wir jedes Mal sofort bei BMW, weil uns da jemand einen Tipp gegeben hat. Da waren die Autos noch keine 12 Jahre und da gab es auf Kulanz eine neue Heckklappe, weil diese Autos wohl unter im beginnenden Heckklappenrost beim Kombi leiden sollten. Okay. Und da hat BMW, wenn die Wagen Werkstatt gepflegt waren, bei denen anstandslos den Dingern eine neue Heckklappe verpasst. Hat der und der von meiner Frau auch das im gleichen Zug die Geschichte mit dem Kabelbaum mit, somit hatten die Autos nie Ärger. Ja. Wo das nicht gemacht wurde, weiß ich nicht, was da passieren muss. Kann dann vielleicht jetzt auf den Dritt- oder Viertbesitzer zukommen und fällt unter die Kategorie Auto braucht Liebe. Kann passieren. Wenn ihr euch, wie ich, für diese Modelle begeistern könnt, dann jetzt zuschlagen. Ich glaube, dass die Preise nicht mehr sinken werden. Natürlich für die richtig runtergeranzten 2 Liter Diesel, die 400.000 auf der Uhr haben. Da wird es wohl keinen großen Liebhaberkreis geben. Aber für die herrlichen, schönen Benziner oder auch den tollen 3 Liter Diesel, da wird es den einen oder anderen Fan geben und die guten Autos werden wahrscheinlich vom Markt langsam, aber sicher abgefischt werden. Für euch mal als Kaufberatung, kleiner Tipp, ihr kriegt den altbekannten M54, den es noch im E39 gab. Den kriegt ihr als 2.2 mit 170 PS. Würde ich sagen, ist ein netter Einstieg für den 6-Zylinder-Fahren. Bin ich schon gefahren. Es fährt gar nicht schlecht. Aber es ist jetzt wirklich das Gegenteil von dynamisch. Ja. Dann geht es weiter mit dem 2.5 192 PSer. Das ist fürs Vor-Facelift beim kleinen Benziner so ein bisschen mein Geheimtipp. Hm. Der soll nicht ganz so viel Ärger machen wie der 231 PS 3.0 in Sachen Ölverbrauch und so weiter. Und fährt bestimmt auch nicht gar nicht schlecht. Bin ich mal als Automatik gefahren, da war es okay. Als Schalter bin ich den im E61 oder E60 noch nicht gefahren. Ja, dann geht's weiter. Wir haben bei den größeren Triebwerken dann den 8-Zylinder als 45. Hm. Und es gab sogar einen 535i in der Baureihe, aber höhererweise nicht für den deutschen Markt. Hm, für den deutschen Markt, glaubst du, da gab es dann, glaube ich, nur den 50i. Das ist dann das Facelift. Wenn wir von den Facelift-Modellen reden, da reden wir gleich wieder von ganz anderen Motoren. Da haben wir dann bei die Benziner was ganz schlimm Wildes, haben wir beim 20er und 4-Zylinder. Ach, das sind wahrscheinlich dann die auch noch am längsten günstig bleiben. Ich weiß es nicht, ich vermute es. Beim Diesel sind wir ja noch nicht. Ja. Dann haben wir beim Benziner den N52 mit 2,5 Liter Hubraum, 218 PS oder 3 Liter, das weiß ich nicht genau. Das war der 3 Liter, es gab einen 2,5 Liter mit 177 PS. 523 ist, ja, genau, richtig. Kann ich nicht empfehlen, hat ein Arbeitskollegin ehemaliger Ölverbrauch noch und nöcher und wirklich flott ist das Ding unter 4.500 Touren auch nicht. Tja, dann was haben wir noch in Sachen Motoren? Mein Lieblingsmotor, 258 PS, 3 Liter, der fetzt, den mag ich. Der letzte Saugrohreinspitzer, glaube ich, N52 B30. Du sagst es. Ja. Dann gab es den 3 Liter auch als Direktanspritzer mit 272 PS. Den fährt unser Lackierer, der Attila, fährt sich auch toll. Mhm. Klingt ein bisschen
dieselhaft unter der Haube, aber ist halt ein Direkteinspritzer. Ja. Ja, und bei den V8s, dann gab es halt noch im Facelift den 4 Liter, 306 PS. Bin ich nie gefahren. Gab's stimmt auch nicht. In Deutschland? Ja, gab es in Deutschland. Okay. Den findest du auch manchmal geschaltet. Ja. Und dann gab es einen 50i. 4,8 Liter, 367 PS, den du im 650 fährst. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Der klingt nämlich auch schön. Ja, genießer Motor. Ja. Mit Kraftreserven, macht Spaß. Schöner Motor in Verbindung mit der Automatik gut und als Handschalter bestimmter Hit. Also wenn ich mal einen 50i Handschalter finde, das wäre, glaube ich, so wirklich das über drüber das Beste, was man unterm M5 finden kann, oder? Würde ich auch sagen. Ja. Thema M5 ist ein Thema für sich. V10, Sauger, wahrscheinlich ein historischer Motor. Der einzige V10, den BMW, glaube ich, je gebaut hat und damit meiner persönlichen Meinung nach jetzt schon ein Klassiker. Und das Bekloppte ist, für die Amis handgeschalten, lieferbar und für uns ja nicht. Da könnte ich mich sehr ärgern drüber, denn als SMG will ich ihn nicht. Das ist ja dieses Nick-in-Nick-Getriebe, ne? Nicht meins. Ist schnell, ist toll, ist super und ist nicht meins. Ja. Wenn jetzt jemand generell auf dich zukommen würde, sagen würde, Matthias, der E61, der den besten Kompromiss bietet, quasi die eierlegende Wollmilchsau oder der E60. Welchen würdest du empfehlen? 525D, zweite Generation, dieser 197 PS. Okay. Der soll wohl gar nicht kaputt gehen, ewig laufen. Den bin ich auch schon gefahren von unserem lieben Erik Lehmann. Gruß geht raus. Und das gute Stück lief auch. 245 auf der Bahn, hat Spaß gemacht. Gutes Auto, guter Motor. Ja, dann vielen Dank, dass du dein Wissen mit mir, mit uns geteilt hast. War für mich sehr spannend. Ich genieße jetzt noch die letzten Meter hier. Dieses leise, säuselnde V8-Timbre, welches sich auf die Ohren des Beifahrers legt. Dieses Understatement, was eigentlich immer dabei ist. Und was spätestens dann endet, wenn du als Fahrer den rechten Fuß ablegst. Genau so ist es. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es was gebracht, ihr habt was rausgehört, was ihr noch nie wusstet. Wenn ihr schon alles wusstet, ist sehr gut. Wenn wir was falsch gesagt haben oder nicht wissen, bitte in die Kommentare, da lernen wir gern was dazu. Und ansonsten viel Spaß beim BMW suchen, vielleicht beim BMW kaufen und allzeit gute Fahrt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich hab euch lieb. Ciao.